Einen schönen guten Abend. Wir dürfen heute hier im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses über Kammermusik sprechen. Ich darf zuerst kurz mich vorstellen mit dem Namen Sven Hartberger. Ich darf das heutige Gespräch moderieren und ich darf, habe ich gehört, auch teilnehmen am Gespräch, ist auch erlaubt. Mir gegenüber sitzt ein Trio, ein kammermusikalisches. Ich fange ganz außen an mit Johannes Kropfitsch, Pianist, schon im Alter von 9 Jahren, zumindest in den Vorbereitungskurs an die Universität aufgenommen, derzeit Vorstand der Abteilung Tasteninstrumente am Konservatorium der Privatuniversität Wien. Habe ich es richtig gesagt? Nein. Das heißt Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Ich habe gewusst, dass ich es falsch sagen werde, ja. Aber ich habe es ändert sich auch so häufig, aber ich hoffe, es macht nichts. Ich habe es jetzt nicht gemerkt, aber ich glaube, es ist aufgenommen worden und wir wissen es. Julika Meixner, die Viola unter uns und hier im Konzerthaus künstlerisch verantwortlich für das Kammermusikprogramm. Und Günter Pichler aus verschiedenen, auch den größten Formationen bekannt, als Konzertmeister der beiden großen Wiener Klangkörper, Wiener Symphoniker und Wiener Philharmoniker und auch eines dritten Orchesters. Das war die Wiener Solisten. Die Wiener Solisten. Und natürlich als Mitglied des Alban Berg Quartett. Herzlich willkommen, Sven Hartberger. Ich glaube, mir ist diese Ehre zuteil geworden, weil ich eine Zeit lang das Klangforum Wien habe leiten dürfen. Und ich glaube, ich habe mich auch verdächtig gemacht als ständiger Gast des Kammermusikfests in Lockenhaus. Das ist hier bekannt geworden. Deshalb kommt mir die Ehre zu, heute dieses Gespräch moderieren zu können. Lieber Herr Pichler, ich habe eine unangenehme Überraschung für Sie. Sie werden das nicht gewusst haben. Ich weiß nicht, ob Sie gekommen wären in diesem Fall. Sie sitzen hier zusammen mit 3 Juristen. Und Juristen haben mehrere unangenehme Berufskrankheiten. Die erste ist, die Juristen wollen immer ganz genau wissen, worüber eigentlich gesprochen wird. Sie nennen das Definieren von Begriffen. Das ist das Erste. Und das Zweite, sie bilden sich dann sofort Meinungen zu dem, was gesagt worden ist. Hoffentlich. Ich glaube, hier sitzen 3 Juristinnen, ich tue jetzt die gerne von Ihnen wissen würden, was ist das eigentlich, Kammermusik? Kammermusik ist ein weiter Begriff, der, glaube ich, beim Soloklavier anfängt. Oder gibt es da Widerspruch? Nein. Dann zu zweit spielt man, also mit Klavier und Geige oder 2 Geigen oder Geige und Cello und so weiter. Es gibt viel Literatur für 2 Leute. Dann gibt es eine sehr populäre Gemeinschaft, das ist das Trio. Das kann ein hauptsächlich Klaviertrio, das kann auch ein Streichtrio sein. Dann gibt es das Quartett. Das Quartett ist nach meiner Meinung natürlich als Quartettspieler die Krönung der Kammermusik. Für das Quartett ist auch am meisten ausgenommen Klavier geschrieben worden. Das Quartett vergrößert sich dann gerne oder ungern zum Quintett und Sextett. Dann kommen wir schon zum Oktett, wo dann auch Bläser dabei sind. Und dann kommen wir zu zum Kammerkonzerten. Zum Beispiel komischerweise Ligeti und Berg haben für 13 Instrumente dann geschrieben. Schönberg Kammersymphonie, weiß ich nicht genau, wie viel. Man kann das zur Kammermusik rechnen, wenn man es großzügig nimmt, ob es das noch ist. Und dann gibt es Kammermusik, wie ich von unserem lieben Juristen hier gehört habe, der eine Aufführung unter Tohnányi von Salome gehört hat und sagt, er hat das als Kammermusik empfunden. Das ist natürlich eines der größten Komplimente, die man einem Dirigenten, der ein 110-Mann-Frau-Orchester dirigiert, wenn das kammermusikalisch klingt. Und was heißt kammermusikalisch klingen? Ich glaube, dass das Ganze gut durchdacht ist, dass es sehr durchsichtig ist und dass der Zuhörer nicht den Eindruck vom Monumentalen hat. Es ist eine sehr zarte Kunst. Ich bin deshalb der Meinung, dass aus Erfahrung auch, dass die meisten Menschen
nicht bei Kammermusik einsteigen, sondern bei etwas, wo mehr los ist, also ein großes Orchester oder eine Oper. Und dass sie dann, wenn sie älter werden, bescheidener werden und sich mehr auf das Kleinere konzentrieren. Ich glaube, in der Malerei ist es auch so, man fängt, glaube ich, an mit größeren Bildern, bis man zur Zeichnung kommt, bis man Paul Flora wirklich genießt, braucht es eine gewisse Zeit. Also es ist eine Musik für einen kleineren Kreis dadurch natürlich und eine sehr, sehr, eine Musik, in der der Einzelne zurücktritt, außer der Pianist, der allein spielt. Normal. Sonst sind wir also mehr oder weniger anonym, so wie es im Mittelalter der Fall war. Ja, deshalb wird der Pianist, der alleine spielt, hier im Konzerthaus auch nicht unter Kammermusik geführt, sondern unter Solisten. Lieber Herr Kropfitsch, sind Sie einverstanden mit dem, was Herr Bichler gesagt hat? Ein Klavier soll ja nicht nach Klavier klingen. Ja? Also so ein Klavier, wenn man das auch als Solist versteht, das klingt immer kammermusikalisch oder orchestral, weil wir ja durch das, dass wir so viele Stimmen haben, sowieso mehrheitlich denken. Es gibt nicht das eine. Ja, wir haben nicht eine Stimme, wir haben von vornherein viele Stimmen. Und ich habe das auch so verstanden, es gibt dann natürlich auch, man kann auch Klavier achthändig spielen oder vierhändig. Also man kann auf einem Klavier auch zu zweit, zu dritt spielen. Was mir noch fehlt bei der Kammermusik ist die Kommunikation. Es ist ganz wichtig, dass man auf Augenhöhe kommuniziert in der Kammermusik. Es gibt nicht keinen Dirigenten, der anschafft, was passiert, sondern es ist ein Miteinander, ein Aufeinanderhören, ein etwas miteinander erschließen, eine sehr unmittelbare Kommunikation, die da stattfindet. Und zwar auf einem Metier ohne Worte. Ja? Also Kommunikation ohne Worte. Und bis in die subtilsten Regungen gleitend. Ja, da kann man Liebe ausdrücken, da kann man Bewunderung ausdrücken, da kann man alles unmittelbar sprechen, sozusagen, ohne Worte, mit dem Klang. Und das ist das, was mich am meisten fasziniert. Ich finde das deswegen als die, würde ich fast sagen, die Königsdisziplin der Musik, weil am meisten Kommunikation drinsteckt. Und so gesehen freue ich mich schon wieder, wenn wir endlich hier wieder Kammermusik machen dürfen, auch auf unser Publikum natürlich, weil wenn man ein geübter Hörer ist, dann kann man an diesen Sachen teilhaben. Ja? Man kann praktisch Teil der Kommunikation werden, wie sie auf der Bühne hier stattfindet. Und das ist ein ganz tolles Erlebnis, was sonst eben dem Monumentalen zum Opfer fällt. Ja? Da steht man mehr so ein bisschen fassungslos davor. Und das ist aber hier nicht der Fall. Ja? Und dadurch entsteht auch eine große Gemeinschaft. Die Gemeinschaft in einem Kammermusiksaal, in so einem schönen Saal überhaupt, ist was ganz was Tolles. Und das ist auch das große Problem auf gleicher Höhe. Also ich habe das ja sehr lange gemacht. Vier Leute, wo es eben keinen Dirigenten gibt und wo keiner wirklich dominant sein sollte, wo alle gleichberechtigt sind. Und das funktioniert halt, da muss halt schon die richtige Besetzung zusammenkommen. Denn wenn vier Kämpfer zusammenkommen, geht es nicht gut. Wenn vier Leute zusammenkommen, von denen die lieber nachgeben und sich fügen, geht es auch nicht gut. Also ganz wichtig ist, wie in einer Ehe, dass die Kombination der Charaktere stimmt. Das ist umso schwieriger, als es ja in diesem Fall nicht eigentlich in erster Linie zuerst um eine menschliche, sondern um eine künstlerische Bindung geht. Und wenn das Glück eben eintrifft, dass man sich auch versteht, was ich für unbedingt notwendig halte, und die Geschichten, die es vor allem über Streichquartette gibt, dass die zerstritten waren, dass sie nicht miteinander reisen, das geht auch über das Alban Berg Quartett, gibt solche Gerüchte, das stimmt nicht. Man kann nicht am Abend musizieren, wenn man sich nicht versteht. Und das Verstehen, wie Sie ganz richtig sagen, Herr Kropfitsch, ist ja, darüber muss man nicht sehr viel und sollte man nicht sehr viel sprechen. Es wird heutzutage von den jungen Leuten immer mehr und mehr gesprochen. Man sollte sich mit Gästen verstehen oder mit selbst vormachen, wie es gehen könnte. Jedenfalls ist das etwas vom Schwierigsten in der Kammermusik, das Zusammenleben. Genau. Und das ist ja auch etwas ganz was Reizvolles. Ja? Weil man kann natürlich sagen,
als Solist hinterm Klavier, wer einsam ist, der hat es gut, weil niemand da, der ihm was tut. Ja. Aber gerade dann, wenn man sich eben auch schon, wenn man seinen Teil vorbereitet hat und dann in die Probe begibt, das ist ja auch so was Schönes. Ja. Die Probe, das ist für mich eine Probe, eine Generalprobe. Ja. Also unter uns gesagt fast noch schöner oft als die Aufführung. Aber das ist ein zwischenmenschliches Erlebnis und das ist also die Kammermusik, ja, für mich. Julika, wenn du Kammermusik programmierst, man sieht, dass du dem Günter Bichler recht gibst, das Streichquartett ist die Krönung der Kammermusik, es macht auch den größten Teil des Kammermusikprogramms des Wiener Konzerthauses aus. Die Grenzen, also es beginnt beim Klavier, das ist in einem eigenen Programmfach, und es geht bis zum Kammerorchester oder zumindest Kammerensemble. Was hast du so im Hinterkopf, wenn du Kammermusik programmierst? Ist da die Größe der Besetzung, spielt das eine Rolle? Ich meine, nämlich aus künstlerischer Sicht, nicht aus ökonomischer Sicht. Ja, naja, also die ökonomische Sicht, die würde ich mal ganz außen vor lassen, weil die erfreulicherweise ja bei der Kammermusik gar nicht so eine große Rolle spielt. Also das finde ich ein ganz spannendes Phänomen. Das heißt, Sie bekommen zu kleine Gagen, verstehe ich das richtig, oder? Nein, es ist den Musikern tatsächlich natürlich wichtig, davon leben zu können, aber meine Erfahrung ist einfach, dass die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, gemeinsam auf die Bühne zu gehen, steht total im Vordergrund. Und das finde ich das Tolle, auch am Arbeiten mit Kammermusikern, weil einfach die Idee dahinter immer im Vordergrund steht. Und das finde ich wirklich sehr erfreulich. Das ist einfach ein sehr angenehmes Arbeiten mit Kammermusikern, mit Ensembles. Einfach weil die immer in der Gruppe denken. Es geht nicht um den einen Künstler, um den Soloauftritt, um das große Ich. Was vielleicht für den großen Solisten ja auch notwendig ist, weil er eben tatsächlich auch auf der Bühne ja alleine sein Mann oder seine Frau stehen muss, aber im Ensemble steht wirklich das Ensemble im Vordergrund. Und für mich, das Quartett ist zahlenmäßig natürlich sehr groß vertreten im Konzerthaus, das ist aber auch ein bisschen gewachsen durch diese Zyklen von den einzelnen Ensembles, also dadurch ist so ein Schwerpunkt mit dem Streichquartett da. Es ist sicher einfach auch das Interesse des Publikums, weil in Wien das Publikum liebt seine Ensembles, ist unglaublich treu und dadurch ist einfach eine sehr große Affinität zum Quartett da. Wir haben den Zyklus Kammermusik, der wirklich ein gemischter Zyklus ist, da versuche ich eigentlich schon das Quartett zwar gelegentlich auch zu berücksichtigen, weil es ja auch Quartette gibt, außer den sogenannten Hausquartetten, und die sollen ja auch eine Chance bekommen, hier aufzutreten. Aber eigentlich versuche ich da schon, die anderen Ensembleformationen möglichst denen Raum zu geben. Das Klaviertrio ist natürlich auch gut vertreten mit dem Wiener Klaviertrio und dem Yes-Trio mit zwei Zyklen, mit eigenen Zyklen. Und den Kammermusikzyklus, also ich versuche eigentlich, die Bandbreite der Kammermusik eben vom Duo bis zum Oktett möglichst abzubilden. Es geht natürlich noch weiter. Wir haben eben, ich bin ja auch neben der Kammermusik auch für die Kammermusik, also Kammerorchester zuständig, und wir haben mit dem Wiener Kammerorchester zum Beispiel eben ein Ensemble, das ja auch gerade mit Primetime einen Zyklus ins Leben gerufen hat vor 2 Jahren, wo genau diese Idee der kleineren Ensembles wieder ins Leben gerufen worden ist. Also die Bearbeitung, der Joji Hattori bearbeitet wahnsinnig viel für diese kleinere Formation, also genau diese Kammerensemble-Größe ist dort präsent und gibt eben auch die Möglichkeit, doch auch darüber zu sprechen, also den Austausch mit dem Publikum zu suchen. Also so gesehen versuchen wir wirklich die ganze Bandbreite abzubilden. Und die Kriterien, ich finde es ganz schwer zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gibt so eine unglaubliche Fülle an Ensembles und Werken, die man gerne präsentieren möchte. Und ich versuche einfach aus dem breiten Spektrum möglichst viel Interessantes rauszufischen und zusammenzustellen. Ich hoffe, dass es jemals passt.
Wir haben uns in unseren Vorgesprächen ein bisschen darüber unterhalten, ob man den Begriff der Kammermusik an so formalen Kriterien wie die Anzahl der Mitwirkenden oder zum Beispiel, ich glaube, das hat auch eine Wichtigkeit, das Fehlen eines Dirigenten festmachen kann und soll, oder ob es sich nicht vielmehr um eine Haltung handelt, um eine Art des Musizierens, eine ganz besondere. Sie, Herr Bichler, haben das schon angedeutet von unserem Vorgespräch. Ich habe Ihnen erzählt von dieser Aufführung von der Christoph von Dochner bei den Salzburger Festspielen Salome. Er hat das Kunststück aber auch mit der Walküre zusammengebracht, die absolut wie ganz feine Kammermusik geklungen und gewirkt hat und auch so, wie es übrigens Wagner wollte, jedes Wort verständlich sein hat lassen. Ich frage, ist Kammermusik nicht vielmehr eine Haltung im Musizieren, die man eigentlich sehr gerne auch im Orchester dann findet, wenn man sie denn findet? Das kann man natürlich erweitern, ich meine den Begriff, aber kammermusikalisches Musizieren würde ich das dann eher nennen als Kammermusik. Sonst wird der Begriff zu weit genommen, glaube ich. Ja, für mich ist auch noch für die Kammermusik wichtig, dass es eben die Mitglieder eines Kammermusikensembles, dass die über Jahre hinweg ihre Kunst pflegen. Nämlich, es ist was anderes, wenn man sich zum ersten Mal zu einer Probe trifft oder zu einem, das kann durchaus gut sein, es ist keine Frage. Ja? Aber wenn man dann mal 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre miteinander musiziert, dann kommen auch wirklich ganz, ganz feine Regungen in der Musik hervor, die, wo man sich selber oft wundert, ja, aha, so ist das. Also da gibt es auch wieder ein Erstaunen, wie etwas fließt, wie der Rhythmus fließt. Das fließt ja ganz anders, also vor allem im rhythmischen Bereich ist es so. Wenn ich jetzt so irgendwie, ganz einfach ausgedrückt, wenn ich da jetzt irgendwie zählen muss oder ihren Puls haben muss, oder wenn das einfach ein Flow ist, das sind aber dann Welten, die dazwischen sind. Und deswegen bin ich ja auch dem Konzerthaus sehr dankbar, dass man das eben auch kennt, die sogenannten Hausensembles. Das ist nicht deswegen, weil wir dauernd am Haus sind, sondern weil wir einfach so miteinander wachsen, intensiv uns. Also wir zum Beispiel, wir haben ja keine Zahlen, ja, aber jedenfalls hunderte Trios miteinander hier aufgeführt. Das gibt eine Qualität, die man sonst eigentlich nicht haben kann. Und das weiß aber auch, glaube ich, unser Publikum. Ja. Also es gibt hier, und ich merke es auch, als Spieler wird man sensibel, wenn so ein Moment eintritt, wo man sagt, so, jetzt haben wir alle gemeinsam etwas, was nur wir jetzt hier erleben können. Und das ist natürlich auch das Ambiente des Saals hier. Hier wird so viel gute Musik gemacht, dass die Vibrationen in dem Saal eigentlich diese Musik bereits anspornen. Ja, sie fordern das vom Musiker geradezu. Ja. Und manchmal habe ich, also ein bisschen auch wieder einfach ausgedrückt, das Gefühl, okay, Herr Mendelssohn sitzt da oben und der schaut uns jetzt dann zu, wie wir dieses berühmte D-Moll-Trio, was jetzt alles entsteht. Ja. Und das geht so weit, eine kleine Anekdote. Wir hatten mal das Gassenhauer-Trio am Programm und da gibt es den schönen zweiten Satz, wo Cello so wunderschön singt und Geige und Klavier sozusagen rundherum das von allen Seiten beleuchten. Und wie der Satz fertig war, dann ertönt ein Handy. Aber mit folgender Melodie. Dam, 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 ding, ding, dam, dam, dam. Also habe ich gedacht, na schau, der Herr Beethoven hat angerufen. Ja. Also es ist schon, und da ist ein großer Zauber in dieser Kammermusik, in dieser Intimität. Und ich glaube, je reifer auch ein Publikum ist, desto mehr wird es und kann und tut es auch, die Sache verstehen. Also ich glaube, um auf das zurückzukommen, was Sie gerne ansprechen, offensichtlich. Kammermusik ist, kann das auch ein Orchester, kann ein Orchester damit gemeint sein? Im Grunde natürlich nicht, aber es kann kammermusikalisches Musizieren stattfinden. Das erfordert aber eine dementsprechende Probenarbeit, Qualität des Orchesters, Qualität des Dirigenten und genügend Zeit, sodass jeder wie in der Kammermusik, wie wir das machen, aufeinander hören kann und sich an der Musik freut und miteinander wirklich kommuniziert und auf sich hört. Es war jetzt im
Jänner, Abschlusskonzert der Salzburger Mozartwochen, hat Barenboim, was hat er dirigiert? Die Jupiter-Symphonie? Nein, es war die G-Moll-Symphonie. Ich weiß, eine späte Mozart-Symphonie. Und hat kaum dirigiert, sondern spielen lassen. Und das ist auch wirklich fantastisch gelungen, finde ich. Also keine, sich nicht als Dirigent zu produzieren, sondern Impulse zu geben und sicher in der Probenarbeit dementsprechende Anweisungen und Anregungen. Aber das war dann schon quasi auch doch ein kammermusikalisches Spiel. Aber es ist heutzutage, das war früher natürlich viel mehr, ich erinnere mich an zum Beispiel Peleas und Melisande, Karajan dirigiert hat in der eine Premiere in der Wiener Staatsoper. Wir hatten 12 Orchesterproben, nur Orchesterproben, ohne Sänger. Und dann kamen noch die Sänger. Und das wurde dann wirklich Kammermusik, wie Sie das, so meinen Sie das, glaube ich, nicht? Aber wenn mit einer Probe die Walküre gemacht werden muss, dann ist es von Kammermusik natürlich wenig. Also ich erinnere das an etwas, was Fritz Kortner gesagt hat, der gefragt wurde, warum er eigentlich immer so lange proben muss, nicht? Warum braucht er 3 Monate, andere machen es in 3 Wochen. Und Kortner hat gesagt, ich kenne nicht ihre Methoden, ich kenne nur ihre Ergebnisse. Das ist, wir haben vorher schon ein bisschen über das Publikum gesprochen und darüber, wie man eigentlich zur Kammermusik kommt. Der übliche Weg dürfte sein, vom Großen zum Kleinen, vom Gewaltigen zum immer Detaillierteren, vom großen Ölgemälde erst allmählich zur Zeichnung mit dem Silberstift. Wie kommt man zur Kammermusik als Musiker und als Publikum? Na, als Musiker, wenn man sich, ich glaube schon, wenn man sich berufen fühlt. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich war ja zuerst jahrelang im Orchester und habe gefühlt, das ist wunderbar und ich möchte es nicht vermissen, ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber ich habe auch gefühlt, dass ich das nicht ein ganzes Leben lang machen möchte. Und mein Traum war von Jugend an, also sobald ich halbwegs gut spielen konnte, deshalb Kammermusik zu spielen, auch wegen der menschlichen Beziehung, auch natürlich wegen der Literatur. Das ist ganz klar. Das Publikum, wie Sie sagten, kommt meistens ein bisschen später dran. Ich möchte noch was dazu über das Wiener Publikum sagen, das so abgestempelt wird als konservativ, was natürlich an den Interpreten liegt sehr viel, weil sie einfach konservative Programme anbieten. Also wir, das Alban Berg Quartett, haben 1971 begonnen und bevor wir begannen, gab es praktisch kaum Musik des 20. Jahrhunderts, präsentiert von den Quartetten oder Ensembles. Wir haben deshalb, hat der damalige Generalsekretär, Herr Weiser, beschlossen, besser ein voller Saal, der klein ist, als ein großer Saal, der leer ist. Und wir haben also im Schubert-Saal begonnen, mit wie viel Leuten fasst er? Das wirst du ja ungefähr wie? 320. Circa 300 Leute. Ganz genau. Mit circa 300 Leuten. Und zwar mit einem Programm, wo wir konsequent in jedem Programm Musik des 20. Jahrhunderts gespielt haben. Nicht unbedingt Uraufführungen, aber auch schon im ersten Jahr Uraufführungen. Und wir sind vom ersten Jahr mit einmal Schubert-Saal, im dritten Jahr zweimal Schubert-Saal, im fünften Jahr übersiedelt in den Mozart-Saal und dann etwas später 2 Konzerte im Mozart-Saal und manchmal sogar 3. Trotz eines Programms, das ziemlich anspruchsvoll war. Also mindestens ein gutes Dutzend Uraufführungen und sehr viele andere Werke, die für das Publikum schwierig zu hören waren. Oder vielleicht auch wegen eines Programms, das schwierig zu hören war und anspruchsvoll war, weil das Publikum wird ja auch sehr gerne unterschätzt. Zum Teil. Und als wir haben ja ein Berio-Quartett auch uraufgeführt und ich habe ihn gefragt, ich habe gesagt, Luciano, wäre es dir recht, unsere Schallplattenfirma möchte gerne, damit sich das auch verkauft, Haydn, Berio, Haydn. Und er sagte, nichts lieber als umarmt zu werden von Haydn. Und ich glaube, für das Publikum ist es auch so. Wenn
ein Konzert begonnen wird mit einem Stück, das leicht verstanden werden kann und das vielleicht auch sogar bekannt ist und das leicht in die Ohren geht und so weiter, und das Publikum ist überzeugt, dass das wirklich gut gemacht wurde, dann glaube ich, vertrauen Sie dem Künstler so viel, dass der sich erstens die Mühe nimmt und zweitens, dass er das auch gut machen wird, und sind schon mehr bereit, gut zuzuhören, als wenn Sie einfach in eine schwierige Situation gestoßen werden. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man eben diese Art Kammermusik, wie sie eben hier stattfindet, auch ins 21. Jahrhundert und vielleicht darüber hinaus führt. Und auch unter anderem aus diesem Grund habe ich zum Beispiel auch mit dem Komponieren angefangen. Ja, ich habe immer komponiert und ich habe mich auch sehr damit beschäftigt. Aber richtig getraut habe ich mich eigentlich nie, irgendetwas zu veröffentlichen. Aber irgendwann mal ist bei mir gewesen, okay, es muss man auch etwas Neues, wirklich Neues bieten. Und manchmal passiert so, dass kaum das fertig geschrieben ist, dass wir uns dann zusammensetzen und dann das auch unserem Publikum präsentieren. Natürlich, es hat keinen Sinn, wenn man in ein Restaurant geht und dort kriegt man Reisnägel serviert. Das geht nicht. Genauso wenig kann man also hier Musik machen, die, was weiß ich, mit großen elektronischen Sachen oder so, in einem Kammermusikzyklus. Das geht nicht. Und das ist ja vielleicht auch nicht der Zweck der Übung. Ja? Auch Arnold Schönberg hatte immer vor Augen, dieses Publikum, was wir haben, das muss die Sache verstehen. Und da, um das kommt man nicht herum. Ja? Und auch wir als Jestria, wir haben sehr, sehr moderne Musik, wo man wirklich genau hinhören muss. Ja? Und zum Teil ist das auch wirklich sehr schroff. Ja? Aber es wird immer gut aufgenommen, es wird sehr gut aufgenommen. Und für mich zum Beispiel der größte Applaus, den ich je hier erleben durfte, war mit meinem Bruder gemeinsam mit der Cellosonate. Also das können Sie auch auf YouTube hören, ein bisschen Reklame machen. Ja, hören Sie Johannes Kopfitsch Cellosonate, also mit meinem Bruder gemeinsam. Da werden Sie wissen, wovon ich spreche. Es gibt Musik, die nach wie vor aktuell ist und die zu uns passt. Ja? Und das gilt es hier, also zumindest für uns, hier hereinzubringen. Aber auch eine Einladung an alle Komponisten, die hier zuhören. Ja, wir sind natürlich total offen und auch total begeistert. Viele, die auch unsere Zuhörer sind, die schreiben für uns Ensembles, also Stücke. Und ja, das ist eine ganz tolle Angelegenheit. Nur für uns bitte mit Verlaub, es muss auch zum unserem Publikum passen. Es geht nicht anders. Nicht jeder Musikfreund schafft es im Verlauf seines musikalischen Lebens bis zur Kammermusik, kann man das so sagen? Das weiß ich nicht, aber ein Musikfreund glaube ich schon. Ich glaube, ein Musikfreund ja, und es kommt auch auf die Stadt an. Also wenn wir jetzt in Wien bleiben, wo die Kammermusik, also jedes Haus hat bis zu unserer Zeit, hat es das Musikvereinsquartett und das Konzerthausquartett gegeben und den internationalen Zyklus in beiden Häusern. Im Musikverein ist das Programm eher etwas zurückgegangen. Im Konzerthaus ist es durch verschiedene Umstände, durch die Führung des Hauses und auch die Ensembles, die dann aufgetreten sind, gewachsen. Also ich glaube, das Wiener Konzerthaus ist ein Haus, das dem kein anderes auf der Welt gleichkommt mit Kammermusikzyklen, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich kann das auch bestätigen. Und dem auch kein anderes Haus auf der Welt gleichkommt, was diesen schönen Saal hier betrifft. Der Mozartsaal ist, ich sage das ohne Lokalpatriotismus, in der schönsten Stadt der Welt, der schönste Kammermusiksaal, den zumindest ich kenne. Kennen Sie viele Säle, die dem Mozartsaal gleichkommen? Ganz wenige. Natürlich gibt es viele, viele schöne Säle auf der Welt. Sehr viele, natürlich. Ja. Aber die Kombination hier aus einer bestimmten Größe, der Saal ist nicht klein, aber auf der anderen Seite sitzt man doch immer nahe und man hört jedes Detail und auch die Abstimmung zwischen Höhe und Breite und Tiefe, das passt ideal. Und auch dieses etwas Jugendliche, der Jugendstil ist ja doch hier vertreten, das macht diesen Saal einzigartig. Also, und, Entschuldigung. Die Akustik? Ja, natürlich.
Das sind alles Voraussetzungen für die Akustik. Ja, also, ja, natürlich. Also ein Saal kann, das ist ja auch erwiesen, ein Orchester, das in, immer in Sälen proben darf und spielt, so wie hier die Orchester im großen Konzerthaussaal oder im großen Musikvereinssaal, haben ein anderes Klang, bieten ein anderes Klangbild und ein schöneres Klangbild wahrscheinlich als Orchester, die in irgendeinem Probensaal die ganze Zeit proben, was ja sehr oft der Fall ist. Und für uns war natürlich auch, für jeden Künstler, der hier spielt, ist die Akustik anregend, auch gefährlich. Natürlich, je größer der Saal, desto ungefährlicher wird das Ganze. Genau. Je kleiner er wird, desto gefährlicher, weil man wirklich alles hören kann. Aber der Saal ist einfach eine ideale Kombination zwischen erstens akustischer Qualität, hoher Qualität und Größe, weil er für den Veranstalter mit seinen circa 800 Personen doch auch eine finanzielle Möglichkeit bietet, die Künstler anständig zu bezahlen, nicht wahr? Wir bemühen uns. Ja, Julika, wir haben gehört, dass es immer mehr Bearbeitungen von großbesetzten Werken gibt für Kammerformationen. Es gibt auch den umgekehrten Weg. Ich glaube, Sie kennen alle den Vierzeiler von Erich Kästner. Wenn so ein Kerl Vermögen hätte, er ließe selbst die Streichquartette, soweit sie seinem Ohr gefielen, von 100 Mann Orchester spielen. Es gibt solche Versuche. Einen, glaube ich, hat sich Gustav Mahler herangewagt an ein Streichquartett von Ludwig van Beethoven und es für großes Orchester gesetzt. Und ich glaube, Dimitri Mitropoulos hat das auch getan mit der Nummer 14. Wie fühlen Sie über solche Versuche, das kammermusikalische Werk ins Große zu übertragen? Ja, Mahler war es daran gelegen, die Kammermusikwerke dem breiten Publikum vorzustellen. Das breite Publikum ist natürlich das symphonische Publikum. Und er meinte, es ist Opus 95 und 131 und auch die große Fuge. Nein, die hat er nicht bearbeitet. 131 und auch Schubert, Tod und das Mädchen zum Beispiel, um diese großartigen Werke einem breiten Publikum vorzustellen. Meistens scheitern diese Versuche, muss ich sagen. Also ich habe ja auch dirigiert und habe ganz gute Orchester zur Verfügung gehabt, um das zu machen. Aber es kommt dann die Qualität einer guten kammermusikalischen Aufführung fast nie heran. Also ich mag es persönlich nicht besonders gern. Es ist auch vielleicht hier einfach der sinfonische Gehalt in den Stücken. Denn auch ein Streichquartett ist im Grunde eine kleine Symphonie oder auch eine Klaviersonate. Also der Herr Beethoven, der denkt nicht, Mozart ist anders, aber der Herr Beethoven denkt immer in größeren Zusammenhängen. Und es sind immer viele Leute, die miteinander zu tun haben und viele Stimmen, meistens jedoch vier Stimmen. Und das ist ganz interessant, auch in den Klaviersonaten findet sich immer das, wo es plötzlich quartetthaft wird oder auch orchestral. Also hier ist einfach der Satz, die Kategorie wäre eigentlich symphonisch für alle drei Formationen, Streichquartett, Klaviersonate, Klaviertrio sowieso und Sinfonie. Also es ist eigentlich die symphonische Idee. Also von so her ist es schon zielführend, aber die Ausführung, wie du richtig sagst, es geht nicht. Man kann nicht subtile Formen mit dem Lautsprecher erzählen. Ja? Also das wird nicht gehen. Und deswegen vielleicht der umgekehrte Fall. Es gibt auch von zum Beispiel Verklärte Nacht von Schönberg, also für Klaviertrio gesetzt von Eduard Steuermann. Und also die Reduktion ist eher möglich, als also auch von der Sinnhaftigkeit, als die Sache aufzublasen. Aber es fehlt halt da auch was. Also Steuermann, das ist ja bewundernswert, was er da gemacht hat. Trotzdem, wenn man das im Ohr hat, und ich habe das Stück auch sehr oft gespielt, und ich hab, Studenten von mir haben das jetzt mir vorgespielt, und ich habe das auch studiert, es ist schon erstaunlich, was der da draus gemacht hat. Aber es fehlt halt... Streichsextet ist halt ganz. Es fehlt die Bratsche, oder wie man so schön sagt. Ja. Ja, ich glaube,
Ich glaube, dass es unglaublich reizvoll für Kammerensembles oder Kammerorchester ist, diese Literatur zu spielen, weil sie eine Herausforderung ist und eben für die musikalische Bildung sozusagen oder das Miteinander näher kommen und eben miteinander kommunizieren sehr reizvoll ist. Ich glaube, dass sich das nicht im gleichen Maß auf das Publikum überträgt, wie eben die Originalbesetzung. Aber das ist wahrscheinlich letztendlich auch wieder eine Geschmackssache, ob man das, ob man sich darauf einlassen will oder nicht. Aber ich kann die Motivation verstehen. Meine Liebe zu den Originalwerken in dem Fall ist einfach meistens so groß, dass ich es vorziehe, die zu hören oder mir die anzuhören. Aber ich kann den Impuls total gut verstehen, dass man das spielen will. Und, wie ist es eigentlich mit der Präsenz von Blasinstrumenten in der Kammermusik? Ja, die ist durchaus da, wenn auch nicht sehr ausführlich. Am schönsten mit Klarinette, also das Streichquartett zumindest. Dann mit Flöte ist es auch ganz gut. Ja. Oboe geht auch. Ja, es gibt sogar Horntrio von Brahms. Ja, also es gibt schon, aber es ist nicht das. Also Bläserkammermusik ist ja wieder ein ganz anderes Phänomen. Ja, aber es ist zum Beispiel jetzt hier in unserer Runde, das ist einfach immer nur ein auch nice to have. Ja, also eine Klarinette mal dabei haben, wunderschön. Ja, also ich liebe die Klarinette. Ja, aber auch die Flöte oder eine Oboe. Aber es ist halt Basis. Bleiben die Streichinstrumente und das Klavier, mit Verlaub gesagt. Wobei das Klavier ja auch ein gewisser Fremdkörper ist. Ja? Und vielleicht, wenn man das so will, auch die Bläser repräsentiert. Weil wir haben Streicher und wir haben eine andere Gruppe Instrument. Und das ist in dem Fall das Klavier. Ja? Also vielleicht erklärt sich das daraus. Ja. Ich glaube, es hat sehr viel mit Traditionen tatsächlich auch zu tun. In Wien, also ich maße mir nicht an, über die Traditionen in Wien sehr viel zu sagen. Ich bin zwar schon ein paar Jahre hier, aber die Tradition reicht ja sehr weit. War schon lange da. Aber wenn ich mir eben die Konzertprogramme ansehe, man programmiert natürlich auch für das Publikum und knüpft natürlich an dem an, was es bisher gab und wo man auch spürt, dass da eine Begeisterung dafür da ist. Und auch was das Repertoire betrifft, wenn man nach Frankreich schaut, gibt es viel mehr Literatur, es gibt ganz andere Traditionen. Hier ist wirklich stärker diese Tradition der Kombination, wo das ein Gast mit dazukommt. Und es gibt ja tatsächlich auch gar nicht so viele Bläserensemble. Also es gibt, handverlesen gibt es einige, die wirklich auch fantastisch sind. Aber es ist tatsächlich nochmal eine sehr spezielle Gattung, die irgendwie, vielleicht ist es auch nicht so selbstverständlich für Bläser, sich zusammenzufinden zu einem Ensemble. Jetzt gibt es hervorragende Saxophonquartette seit neuestem. Die sind ganz begierig drauf, auch Streichquartett-Literatur zu spielen zum Beispiel. Ja. Aber die Highlights also für das Streichquartett sind die, ist die Klarinette, ist das wichtigste Instrument mit Brahms, Klarinettenquartett, Mozart, Klarinettenquintett. Das ist das Schönste, also für uns. Ja. Und natürlich die Bläserquintette, die nur für Bläser entstanden sind, vor allem im 20. Jahrhundert. Das ist natürlich fantastisch. Also die Bläserkammermusik ist was Fantastisches. Nur ist die Literatur nicht so groß, dass die wirklich professionell nur sich darauf spezialisieren. Ja, ja. Und deshalb ist es auch nicht so dominant im Repertoire. Ja. Ja, ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende. Vielleicht wollen wir jeder noch einen Satz sprechen zu Menschen, die gerne ins Konzerthaus kommen, hier auch viele Zyklen abonnieren, aber noch nie einen Kammermusikzyklus abonniert haben. Gibt es so etwas, Julika? Oh ja, das ist bestimmt. Was wollen wir solchen Menschen gerne sagen? Sie sollen es wenigstens einmal ausprobieren, offen in so ein Konzert gehen, sich ein Programm aussuchen, von dem Sie glauben, dass es Ihnen gefallen wird, und auch einen Künstler, von dem Sie sich ausrechnen können, schon im Vorhinein, dass er gut sein wird. Dann, glaube ich,
werden viele Leute davon überzeugt werden können. Ja, ich denke, auch das ist ein Experiment. Es ist so wie bei allem, auch wenn man etwas Neues probiert, was kostet, ein neues Gericht. Am Anfang kann man sagen, ah, Sushi, das mag ich überhaupt nicht. Ja. Und dann kommt man drauf, ui, das ist eigentlich eine Spezialität. Es wird vielleicht nicht mit einmal getan sein, sage ich auch dazu, sondern man wird mal drauf kommen, oh, das war jetzt ein herrlicher Abend. Das habe ich genossen, ich genieße die Kommunikation. Ja. Das wird man, und dann sieht man vielleicht auch das mit Freunden, das ist auch ganz wichtig. Auch der Konzertbesuch ist eine soziale Angelegenheit, genau wie die Kammermusik auch eine soziale Angelegenheit ist. Ja. Es geht um Freundschaften, es geht um Kommunikation und es geht nicht immer um die große Geste, ja, sondern es geht um viel, viel Subtiles und viel Interessantes, Schönes, Unterhaltendes, manchmal auch sehr Ernstes. Aber wie gesagt, es ist ein Abenteuer. Ja. Lass uns dich drauf ein. Julika. Ja, dem kann ich mich natürlich nur anschließen. Ich habe immer wieder festgestellt, dass die Kammermusikkonzerte mir unglaublich viel Freude bereiten, mich emotional unglaublich mitnehmen können, ich mich aber auch wunderbar entspannen kann. Ich glaube, viele Menschen gehen gar nicht unbedingt ins Konzert, um das intellektuelle Erlebnis zu haben, sondern um einfach ja, einen schönen Abend zu genießen. Und man kann, das Tolle an der Kammermusik ist, man kann beides. Man kann all das. Ja. Man kann sich wegtragen lassen, aber man kann sich auch konzentrieren, sich vertiefen. Eben. Und der Austausch mit anderen Menschen darüber ist auch, das Kammermusikpublikum erlebe ich als ein unglaublich gesprächsfreudiges und austauschfreudiges Publikum. Und das schätze ich auch besonders. Ja. Und ich kann es nur empfehlen. Fein. Kurz und gut, wenn Sie Ihre Liebe zur Kammermusik noch nicht entdeckt haben, Sie sind beneidenswert, Sie haben noch etwas Wundervolles im Leben vor sich. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Danke auch. Und danke für die Einladung. Danke. Vielen Dank.